Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und nochmal natürlich die interessante Ankündigung für euch. Ich bin am Dienstag wieder live, 16.30 Uhr. Seid gerne auch mit dabei. Es wird eine geile Eskalation mal wieder hier im TOTS mit allem Möglichen, was dazugehört. Einfach das ganze Zeug raushauen, was eben da ist und ja, was man eben vielleicht noch so öffnen kann. Alles Mögliche einfach mal mitnehmen. Ihr seht ein paar FIFA-Points, ihr seht ein paar Gems. Es wird alles noch mehr. Ich habe dann fast... Also knapp eine Milliarde Coins am Start. Also hier wird ordentlich nochmal reingebuttert, Leute. Ja, ich habe jetzt auch aktuell alles im Serie A-Tots auf diesen Livestream gespart. Ich werde auch noch weiterhin sparen. Ich werde auch im Star Pass sparen. Also ich werde auch da nichts ausgeben. Ich werde alles wunderbar aufheben für den Livestream. Wie immer, ihr wisst Bescheid, es wird wieder geil. Jawohl, so kann man es sagen. Und wir gehen auch, denke ich, einfach mal rein hier. Let's go in... alle möglichen Shop-Packs, die da sind. Zum Beispiel gibt es ja hier noch das Event-Pack UCL. Das ist nämlich immer noch da. Finde ich cool. Kann man immer noch öffnen. Machen wir auch gleich noch. Zuallererst natürlich, City hat die Champions League gewonnen. Ihr habt ja, denke ich mal, alle sowieso mitbekommen. Finde ich interessant, weil... ich kriege Heldentoken. Das ist auch schön. Finde ich interessant, weil finde ich auch insgesamt ein bisschen schade, weil ja, Inter war echt stark, muss man sagen. Inter war echt stark. Ich hätte es denen auf jeden Fall gegönnt, aber naja, im Endeffekt hat eben City auch ja, ganz gute Chancen gehabt und hat das Ding dann eben auch reingemacht mit Rodri. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Schreibt gerne auch mal in die Kommentare rein. Ja, ich fand es ein bisschen schade. Ich hätte es natürlich Inter gegönnt, aber so ist es halt auch irgendwie okay. So, wir gehen mal rein hier. Komm, 103 Plus Pack, aber. Ja, da hat man meistens nichts Gutes drin. Nehmen wir mit 104er. Okay, kann man sich mit anfreunden. Das hier will ich noch mitnehmen. Let's go. Und das Record Breaker. Stimmt, Record Breaker wollten wir bestimmt... Ja, machen wir bestimmt auch noch auf im Livestream da. Noch ein schönes Record Breaker Pack. Da hatte ich beim letzten Mal auch wunderbar Pack lag am Start. Aber ich meine jetzt gerade das Pack. Aber ich meine natürlich das 1052er. So, let's go. Und wir haben hier drin natürlich nichts. Wir haben nur Trainingsübertragungspunkte. Das heißt, wir können nochmal weitergehen. Ich glaube, beim Event Shop hatten wir jetzt alles. TOTS gibt es noch ein Gratis-Pack, was nochmal interessant ist. Vielleicht haben wir da nochmal irgendwas drin. Let's go, let's go, let's go. Im Gratis-Pack haben wir nichts drin. Und das heißt, wir können nochmal gucken. Komm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Diesmal haben wir noch jetzt hier ein UCL-Gratis-Pack. Ja, 106 plus. Es ist safe ein Walkout. Ja, wir gehen einfach mal rein, ne? Wir gehen einfach mal rein, mal gucken, was hier kommt, mal gucken, was man hier Schönes zieht. Ich denke mal, wir ziehen keine Icon oder irgendwas davon, aber wir gehen mal rein. Mal gucken, beim letzten Mal war es ein Kvaratskhelia 106. Ja, diesmal kann ich mich, ja, es wird safe wieder 106 sein, aber egal, wir gehen rein, let's go. Packlock Pfeife am Start und let's go. Es ist eine, warte mal, wer ist denn das? Hier, wie heißt er? Ja, Zambo, stimmt, Zambo Anguissa, ja, okay. Nehme ich mit 107. 107 Zambo Anguissa kann man mitleben. Ist eine gute Sache. Komm, nehmen wir mit 2,7. Der wird niemals für 2,7 rausgehen. Ja, kann ich für eine SPC oder so verwenden. Zambo Anguissa, das war er, genau, das war der Name, den ich gesucht habe. Okay, was fehlt hier noch? Die Uhr läuft ab, zack, zack. Achso, gut, dann müsste ich neu anmelden. Okay, den Rest habe ich aber. Perfekt. Wir können noch mal kurz gucken zum Markt. Da seht ihr einen gelben Punkt und das bedeutet was Gutes. Einmal Moffi verkauft und Cristiano Ronaldo, Leute. Erstmal Moffi mitnehmen. Der ist der wichtigere. Huch. Nein, Ronaldo nehmen wir mit. 251 Millionen. Ich glaube 240 oder so kommen jetzt nur an wegen den 10%. Oder 230 oder so. Aber nehmen wir mit, Leute. Geil. 225 sogar nur. Krass. Okay. Nehmen wir mit, 225 Millionen, boah, habe ich jetzt fast 1 Milliarde Coins, 936 Millionen Coins. Boah, wir können noch mal kurz gucken, ich glaube Ronaldo ist jetzt aber gestiegen. Ich habe jetzt keinen so krassen Deal gemacht, weil er jetzt eigentlich noch gestiegen ist. Und ich hätte eigentlich mehr bekommen können, glaube ich. So wie das jetzt aussah, ich sehe, by the way, hier Haaland kostet einfach 311 Millionen. Der ist so krass gestiegen, der Typ. Unglaublich eigentlich.
Wo ist denn hier der Ronaldo? Na, da muss ich wahrscheinlich immer Ronaldo eingeben. Ah, ne, da ist er. 254. Ah, ne, es ist noch normal. Ist normal. So habe ich ihn auch ungefähr verkauft. Also alles in Ordnung. Ja, wenn ihr nochmal wissen wollt, warum ich jetzt Cristiano Ronaldo verkauft habe, dann schaut euch auch gerne das Video von gestern an. Da habe ich es nochmal genauer erläutert und erklärt, warum das so ist, wie es ist. Aber so bin ich eigentlich zufriedener. Genau, und dann kann ich euch noch kurz zeigen, hier bin ich ja bei 65 und bei 75 bekomme ich einen Baggio. Und das wird geil, den werde ich auf jeden Fall spielen. Der kommt rein ins Team. Das wird eine richtig geile Sache. Auf den freue ich mich wirklich. Leute, auf den freue ich mich wirklich. Roberto Baggio, das könnte was richtig Geiles werden. Ich habe gerade gesehen, die geilen SBCs sind wieder da. Ihr hättet mal wieder was hier reingehauen. Finde ich ganz cool eigentlich. Da kann ich nämlich jetzt auch eigentlich den Zambo Anguissa direkt reinhauen, weil ich glaube, der Wert ist bei 2,7 und es waren so viele Verkaufsmengen bei dem, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, nochmal bei dem zu warten. Den kann ich jetzt auch direkt hier reinhauen und den direkt zu Geld machen. Vielleicht habe ich ja sogar Glück und ziehe ein bisschen und ziehe viele Münzen, was ich nicht denke. Aber wir können ja mal kurz gucken hier. Ja, das war klar, 2,5 Millionen, aber immerhin bekomme ich hier direkt Münzen und muss nicht ewig warten, ehe ich den verkaufe, weil ich glaube, ehe ich den verkaufe, dauert das absolut ewig. 108, da habe ich überlegt, ob ich das mache, aber ich glaube eher nicht, weil ich habe zwar noch hier die ganzen 108er vom POTM, aber irgendwie habe ich da Angst davor, die da reinzuhauen. Negredo werde ich aber noch reinhauen, weil der ist bei 3,6 gewesen. Da hat man noch die Chance hier auf ein paar mehr Münzen. Auch wenn ich denke, dass ich hier 3,4 ziehe. Let's go, wir gehen mal rein hier. Komm, vielleicht ziehen wir sogar mehr. Komm schon. Ne, 3,4. Das war klar. Irgendwie war es klar, aber ich mache hier die Leute direkt zu Münzen. Und das ist natürlich eine gute Sache. Da erspare ich mir die langen Verkaufswege und so. Was haben wir hier? Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, wie viel kostet der aktuell? Das wäre noch so die Frage, damit man immer so ein bisschen abwägen kann, ob man das machen sollte oder nicht. Aber wir gucken kurz. Kvaratskhelia, den habe ich ja auch, ich glaube, im letzten Pack hatte ich den drin, genau. Im letzten Pack 3,6. Ich glaube nicht, nee. Dann lohnt sich es eigentlich nicht, wenn ich mir das so anschaue. Weil dann ist das auf jeden Fall viel mehr, als ich hier bekommen könnte. Genau. Da muss man halt immer noch mit ein bisschen drauf gucken und mit gesundem Menschenverstand arbeiten. Genau, weil sonst, was haben wir hier noch? 103er. Gibt es halt nur die vom Totso. Aber da habe ich, glaube ich, gerade gar keinen. Und 104er gibt es auch die vom Tots. Aber die werden hier irgendwie nicht angezeigt. Ich glaube, den Rest will ich eigentlich nicht eintauschen. Ich könnte natürlich ein Guerrero. Ah, ich weiß es. Ich könnte eigentlich ein Guerrero, weil das ist der billigste von den allen. Und ja, kann man eigentlich machen, ne? Kann man eigentlich machen. Ich kann ihn sowieso nicht verkaufen. Komm, wir können mal probieren, oder? Oder ist es zu risky? Na, es ist, glaube ich, ein bisschen zu risky. Weil ich glaube, den könnte ich vielleicht doch bald irgendwann verkaufen. Und generell mit den POTM-Spielen, irgendwann kann man die safe verkaufen. Und dann, wenn man die jetzt in der SBC reinhaut, dann hat man auch nicht gewonnen, ne? 4-1 ist der gerade, der hat 7, also, nee. Den verkaufe ich so irgendwann vielleicht nochmal, hoffentlich. Also mit etwas Glück verkaufe ich den nochmal. Genau, da muss man mal ein wenig hoffen, aber es sollte irgendwie klappen, genau. Ich sehe hier gerade, ich habe noch so viele Spieler, die ich nicht verkaufen kann. Unglaublich, aber so ist es nun mal. So ist es nun mal hier. Unglaublich viele sind das. Aber tja, was willst du machen? Die kannst du halt nirgendwo reinhauen. Okay. Was haben wir hier noch bei Quests? Achso, gut, hier kann ich gerade nicht weitermachen. Aber okay. Und ja, das heißt, das ist eigentlich alles ganz cool, Leute. Es ist eigentlich alles ganz cool. Ich würde sagen, wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder, Leute. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.